Herzlich willkommen zurück im DFB-Pokal in Wiedenbrück. Ja, also nicht in Wiedenbrück, sondern in Illertissen. Da müssen wir nämlich hin. Dritte Liga gegen uns hier. Spitzenreiter der zweiten Liga. Ja, bin gespannt. Da wird einiges dran hängen. Geld, Ruhm, Ehre. Ah, mein Posten als Trainer vielleicht noch nicht ganz, aber es wird. So, Illertissen hat Augsburg und Regensburg schon rausgeworfen. Wir Chemnitz und Kaiserslautern. Und jetzt hoffentlich auch Illertissen. Wir sind die stärkere Mannschaft mit 80 Punkten Vorsprung. Unsere Saison läuft gut. Wir sind Erster in unserer Liga. Illertissen ist eine starke Mannschaft in der dritten Liga, aber Gurken auf Platz 8 rum, wie wir es letztes Mal geguckt haben. Von daher, ja, könnte da etwas Frust dabei sein bei den Illertissenern. Oder sagt man Illernern oder Illin? Keine Ahnung. Klärt mich auf. Wolfsburg gegen Bayern ist natürlich das Topspiel. Topstar auf dem Feld ist David Alaba. Aha, müsste man mal gucken, was der jetzt für eine Stärke momentan hat. Hertha gegen Dortmund. Die Dortmunder fahren also schon mal nach Berlin. Und Hamburg gegen Hoffenheim. Bin gespannt. Wir werden heute wahrscheinlich auch nur den DFB-Pokal sehen. Und morgen weiß ich noch nicht, ob ich eine Folge online bringen kann, weil mein Neffe kommt eine Runde vorbei. Und dann machen wir halt morgen und Samstag. Ne, heute und Samstag. So. Heute und Samstag, wie sie so, ne, Neffen bespaßen. Und deshalb weiß ich nicht genau, ob da morgen am Samstag was kommt. Ich sag jetzt einfach mal erstmal nö. Dann habt ihr wenigstens keine Bauchschmerzen, wenn da morgen nichts kommt. Könnt ihr ein bisschen nachgucken, die Folgen und so weiter. Gibt ja, glaube ich, noch ein paar, die ein bisschen aufholen wollen. So, was haben wir hier noch? 3.300 Euro für den Sieg gegen Stuttgart, ja, das haben wir auch gemacht. Hartl ist noch angeschlagen, Mannschaft der Woche. Da waren richtig viele dabei, hier guckt nochmal. 6 Leute, also mehr als die Hälfte von 11 Leuten kam von uns. Ganz, ganz starkes Spiel da gewesen gegen Stuttgart. Und hier, wir sehen auch, es geht im Moment hier echt achterbahnmäßig. Tabelle, wo haben wir die? Also hier auf der rechten Seite seht ihr letzte 6 Spiele, ne? Man guckt immer so schnell dahin als Spieler, weil man weiß, wo man mit dem Mauszeiger ist. Aber ihr müsst erstmal folgen. Jetzt gehen wir auf die linke Seite. Da sehen wir, Wiedenbrück ist erster Punkt gleich mit St. Pauli und 2 Punkte Rückstand, Vorsprung auf den dritten Platz. Also da ist auf jeden Fall ist es knapp und eng. So, knapp und eng. Stichwort Kommentare, würde ich sagen. Was auch immer. Wie auch immer. Ist ja wurscht. Und ja, der Ronny Schumann sagt zum Beispiel, wir sollen den Jungs doch eine Siegprämie geben. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt nötig ist, aber wir machen es natürlich. Und hier ist schon wieder detailliert aus, ey. Das ist da auch so beschissen manchmal. Weiß auch kein Mensch, warum das immer mal passiert. Ihr könnt es mir gerne sagen, wenn ihr wisst, warum das so passiert. So, wie viel geben wir denn dann? 2.500, ist das viel? 4.000? Ich weiß nicht. 4.000 Euro, es scheint mir irgendwie ein bisschen arg was. Das finde ich ein bisschen schwierig immer bei so Zusatz-Siegprämien, weil man hat eigentlich gar keine Ahnung, wann ist das denn so? Wie, wo, was, wann? So, machen wir alles mal hier so ein bisschen so, zack, 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 zack. Abseitsfalle, Konterspiel, oh, Konterspiel brauchen wir glaube ich nicht unbedingt. So. So gehen wir hier rein ins Spiel. Also, wir haben eine Siegprämie verteilt. Haben wir gemacht. Dann sagt der Timo Bresser, was für 2 Spiele, vor allem das zweite. Ja, genau, hier, ne? Himmel und Hölle nah beieinander. Und dann Stuttgart richtig abgefertigt. Das war der Himmel natürlich. Ja, läuft, ne? Also, gerade jetzt zumindest läuft's. Und dann haben wir noch einen dritten Kommentar gehabt, irgendwo hier. Ja! Danke fürs Bild, der Bene. Ja, kein Problem, Benedikt. Kein Problem. Wir könnten mal, wenn wir heute eh nur ein Spiel reinbringen, hier so ein bisschen durchgucken. Und zwar nochmal in die zweite Mannschaft beispielsweise. Die sind jetzt hier 13. Rücken also wieder in Richtung des abstiegsgefährdeten Bereichs hier unten. Aber da kommen ja demnächst wieder die Spiele, die sie auch gewinnen können. Im Moment sind das halt harte Brocken, die da so am Start sind. Jetzt so der nächste ist hier Ratingen. Ja, da müssen die auf jeden Fall gewinnen. Dann hält man sich da so ein bisschen Platz nach unten weg. Und dann das nächste wäre Rot-Weiß Essen. Wo sind die? Rot-Weiß Essen ist auch da unten mit dabei. Sportfreunde Lotte freut mich, dass die hier oben mitkicken. Und Dortmund 2 ist ja immer stark.
Wir haben einfach eine gute Jugend. So, wie sieht es hier in der A-Jugend aus? Sechster Platz in der vierten Liga. Und die B-Junioren sind Erster in der vierten B-Junioren-Liga. Super stark. Aber ist auch knapp, ne? Ganz knapp hier. So, die Torschützen hier. Linus Svensson ist mit 13 Toren in 13 Spielen mal krass der führende Typ. Und wenn man von den 22 Toren die 13 abzieht von ihm, dann ist da auch nicht mehr viel übrig. So, in der Bundesliga können wir auch mal reingucken. Da sieht es nach 16 Spieltagen so aus, dass Bayern München Erster ist. Hertha, Gladbach, Dortmund, Hamburg und Leipzig noch in der Euroleague. Köln, Siebter, Leverkusen, Schalke, Hannover, Wolfsburg, Hoffenheim. Union Berlin als Aufsteiger ganz gut hier unterwegs. Zumindest momentan ein bisschen weiter entfernt von den Abstiegsrängen. Eintracht Frankfurt, Freiburg, Mainz auf dem Relegationsplatz und die beiden abstiegsbedrohten Vereine sind Bremen und Düsseldorf. Könnte man noch gerade mal reingucken hier. Komm mal her hier. Wo ist das hier? England, gucken wir mal. Everton, FC vor Man U, vor Chelsea, Arsenal und dann kommt Liverpool. Wo ist der Man City hier? Achter nur. Eieieiei. Derby County, Hull City und Burnley FC sind die Leute auf den letzten drei Plätzen. In Frankreich führt PSG. Wie könnte es anders sein? Wer spielt denn da im Moment? Interessiert mich jetzt auch mal. Kevin Trapp, der ist jetzt auch schon 31. Marquinhos, 27 erst. Der ist auch eine richtige Bombe, der Typ. Und jung, ne? Also jetzt immer noch jung hier in dem Spiel. Und, im Richtigen ist er noch jünger. Schneiderling, Berati, Juri Thielemans mit 24. Das ist auch ein guter Transfer gewesen von denen, 21 Millionen. Weil der hier mit 24 echt noch ein junger Spieler ist, der auch was reißen kann. Hat man ja nicht so oft beim Fußballmanager. Man sieht es hier auf der Bank, guckt euch das mal an hier. Kiboua, Sabali, 69 und 65 auf der Bank bei PSG. Das ist auch lachhaft eigentlich. Aber es reicht hier für die Ligue 1. Spanien können wir auch mal reingucken. Real Madrid vor Atletico. Und dann kommt erst Barcelona. Aber es ist hier relativ knapp. Guckt euch das mal an hier. Vier Leute mit 33 Punkten. Einer mit 32 und Real da oben so ein bisschen besser am Start. Ja, okay. Gucken wir bei Real mal rein ins Team. Die haben bestimmt jetzt auch nur noch alte Menschen. Ja, steht ihr hier? 34, 33, 35, 31, 30. Also die müssen auch zusehen, dass sie da nicht abgehängt werden, ne? Das mal an. Also die KI im Fußballmanager ist einfach nicht so stark, auf jeden Fall. Ja, wir haben auch hier Costil mit 66 auf der Bank, ein 70er auf der Bank. Isco 79 ist auch nicht gerade stark. Also, wie sieht es hier bei Atletico aus? Jan Oblak, der ist noch relativ jung, dafür, dass er auch schon seit Beginn des Spiels funktioniert. Aber auch hier geht's langsam, nur 33. Javi Martinez, ja guten Tag, hallo. Gibt ja. Aber hier, die haben wenigstens mal einen 20er auf der Bank, einen 24er, aber auch nur 70. Also, da ist einiges im Argen. Timo Horn hier, Bernat bei Barcelona, Umtiti. Die haben noch eine relativ junge Mannschaft, muss man sagen. Hier sogar einer, aber gut, der hat auch nur eine 70er Stärke. Aber er ist momentan aufgestellt, der Alberto, mit 19 Jahren. Rakitic mit 33, hier mit Abstand der Älteste momentan. Aber ansonsten hier auch Piquet auf der Bank mit 78. Da sind wir echt mit unseren 70ern gut dabei, ne? Wenn man sich hier dann mal so anguckt, wer da so bei den krass großen Vereinen spielt. Jetzt kommt auf jeden Fall auch ein Duell gegen krass großen Vereinen, nämlich gegen den FV Illertissen. Und ich bin mir total sicher, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen, das ist auf jeden Fall Zielsetzung, muss es sein. Und ja, Zuschauer 3000, voll ausverkauftes Wöhlin-Stadion. Es ist wieder mal regnerisch. Und anpfeifen tut dieses Spiel Alexander Hetze. Der sieht in der fünften Minute auch die erste Ecke von links. Die kommt hoch herein. José Suárez pflückt den Ball aber sich herunter. Oh, da ist ja direkt klangvolle Namen hier. José Suárez hätte auch quasi bei Barcelona spielen können, ne? 6 Minuten Gelb für Subotic. Ah, das klingt nach einer Auswechslung in der Halbzeit. Gucken wir mal rein. Guck mal hier, Brun Larsen könnte auch hier bei Barcelona spielen auf jeden Fall mit einer 76. Kai Havertz auch.
Die erste Chance für Illertissen, aber Subotic kann gut klären. Jetzt Illertissen aber direkt nochmal im Nachsetzen. Ashti Sindhi auf Georgi Jovanovic und der macht das 1-0 aus 12 Metern mit einem Drehschuss. Das hätten wir jetzt nicht so erwartet. Und das ist zu kotzen. Weiter so, sage ich schon. Das geht so nicht natürlich. O'Neill auf Oteo, der läuft noch zwei Schritte. Ja, und in 14 Minuten steht es hier. 2-0 für Illertissen. Was ist denn das? Was geht denn hier los, ey? Eieiei. Jovanovic bedient O'Neill. Der lässt erstmal Subotic austanzen, sucht da einen Torschuss. Und dann geht der knappen Meter vorbei, der Schuss. Gerade noch abgefälscht und es gibt Ecke. Sebastian Enderle bringt die rein. Die ist zu kurz. Und kein Problem für Garcia. Muss man da jetzt mal hier einen eigenen Angriff aufbauen, ey. Was ist denn hier jetzt los, ey? Jetzt vielleicht mal. Flache Reingabe von Garcia auf der linken Seite. Suarez kann den aber abfangen. Boah. Mensch, 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 Jungs. Aber es ist ja noch genug Zeit. 60 Minuten. Fintic jetzt auf Altintas, der türkische Nationaltrainer. Spieler trifft den Ball zum 2-1 lupfend über José Suarez hinweg. Da ist es doch. Der Altintas, er findet wieder jetzt hier zum Knipser, habe ich das Gefühl. Letztes Mal zwei Tore, jetzt ein Tor. Hoffentlich kommt da noch mehr, damit wir hier auch was aufbauen können. Erneute Ecke für Illertissen, aber die hat nichts gebracht, gar nichts. Subotic klärt hier zur Ecke, geht auf Nummer sicher, lieber so als andersrum. Ecke von rechts, Enderle, scharf getreten, kommt rein. Javonic kommt aus 7 Metern zum Kopfball, aber köpft zum Glück drüber. Mann, Mann, Mann. Oh, Altintas ist alleine durch. Legt das Leder an Krug vorbei und hebt dann ab. Schwalbe. Mensch, Mensch, Mensch. 2-1 hier. Also die Illertissener sind richtig heiß. Die kämpfen hier, die fighten hier. Und wir müssen zusehen, dass wir unbedingt... So rum geht's besser, dass wir hier unbedingt ein bisschen wieder die Tür in den Fuß kriegen, den Fuß in die Tür kriegen. Und das geht am besten hier mit einer Brandrede, glaube ich. So, sehr motiviert sind die Leute. Hoffe ich auch, weil es muss. Wir liegen hinten im DFB-Pokal. Wir gucken mal kurz rein in die Konferenz. Bayern liegt vorne gegen Wolfsburg. Hamburg 0-0 gegen Hoffenheim. Bochum gewinnt gerade gegen Pauli. Hertha gegen Dortmund führt. Darmstadt liegt hinten gegen Hannover, Leipzig unentschieden gegen München, das ist auch stark für München und Bremen, ja auch gegen Düsseldorf, ist ja im Prinzip Abstiegsduell in der Bundesliga, ja, da führt Bremen gerade. Flanke jetzt von rechts Havertz und Hartels bekommt den Ball, aber knapp neben uns Tor. Spannung, jetzt wieder Havertz über die rechte Seite, Altintas, rutscht weg. Auf dem nassen Rasen. Ja, ab und zu hilft uns der nasse Rasen hier genau nicht. Brunladen, jetzt mal über die linke Seite kommen wir. Freistehend auf Altintas, der rutscht schon wieder weg. Der rutscht schon wieder weg. Zweimal jetzt weggerutscht ohne gelbe Karte. Ich glaube, da muss mal der Graue kommen. Da muss einfach jetzt der Graue hin. Menschenskinder. Jovanovic kommt problemlos an Rüster vorbei. Aber dann ist Kuke da. Und kann retten. Heieiei. Hartes Brot hier, was wir uns zu erspielen haben. Und hoffentlich haut es noch hin mit dem Erspielen. Halbe Stunde ist noch. Wir liegen noch hinten. Wir liegen noch hinten. Da wird der Grauer getreten. Es gibt Gelb für Sebastian Enderle. Jungs, Jungs, kommt auf jetzt. Kurze Doppelpässe im Strafraum der Illertissener. Da haben wir es. Winzheimer schließt dann ab. Ah, Suarez wehrt den Ball zur Ecke hin. Die kommt jetzt von Hartl, der ist ja neu reingekommen. Havertz verlängert den zu Winzheimer. Der zögert nicht lange, zieht direkt ab und... Ja, der ist drin, der ist drin, der ist drin. Suarez streckt sich vergeblich. Tor, 2-2 Ausgleich. Sehr schön, der Winzheimer. Mann, endlich hier, da fällt einem ja ein richtiger Backstein vom Herzen. Ecke von links erneut Hartl, Krug. Steht Richtung Tor gewandt und dann klärt er sich selbst gegen den Kopf und übers Tor und es gibt erneute Ecke. Hartl jetzt. Nochmal Winzheimer und
Abras gehen zum Kopfballduell hoch und Abras kann sich da durchsetzen. Eieiei, es ist ja noch nichts hier entschieden, weil es steht einfach nur unentschieden. Und die nächste Ecke hier, diesmal für Illertissen, aber Hornschuh kann gut klären. Jungs, wir brauchen noch ein Tor, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es noch in den 90 Minuten fällt oder ob wir echt in die Verlängerung müssen. Wir sind jetzt 100 Punkte stärker als die Illertissener, die hier einfach ein krass, krass gutes Spiel abliefern. Die sind eine richtige Pokalmannschaft. Ich habe es ja vorher noch gesagt, ne? Man muss aufpassen, beziehungsweise auch der Ronny hat es gesagt. Man muss hier unbedingt... Lasen. Man muss hier unbedingt noch Motivation reinbringen, weil der Pokal, wie der Ronny Schumann logischerweise sagt, hat seine eigenen Gesetze. Abras hier mit der gelben Karte gegen Grauer. Der Grauer provoziert einige gelbe Karten da. Das ist gar nicht so verkehrt vielleicht. 4 Minuten auf jetzt nochmal. Voller Angriff. Ecke von rechts Hartl. Damit ging es eben zum Ausgleich. Aber hier nicht. Die Abwehr kann sie super souverän klären. Lasen nochmal mit Grauer zusammen. Der ist alleine vor Suarez. Reagiert dann schnell. Und dann wehrt er wirklich den Ball ab. Der Suarez. Noch eine Ecke. 89. Minute. Hartl von der linken Seite. Sechste jetzt. Suarez steht im Mittelpunkt. Erst rettet er gegen Winzheimer. Dann zieht Vintage ab. Und da rettet er erneut. Suarez hält die Jungs hier noch im Spiel und bringt die Jungs wahrscheinlich in die Verlängerung. Ja, 90 Minuten sind um. Es geht in die Verlängerung. Wo noch? Bochum Pauli, da geht es auch noch in die Verlängerung. Das ist ja auch das Aufstiegsduell. Bayern hat gewonnen, Hamburg hat gewonnen. Hertha konnte sich gegen Dortmund durchsetzen. Darmstadt verliert gegen Hannover. Eieiei. Aber jetzt mal wieder zurück zu unserem Spiel. Es ist hier ja noch alles heiß, ey. Auf welche Ideen komme ich hier? Hä? Was? Wir haben ein bisschen gesprungen hier gerade. Grauer erst die Chance, dann Vintage. Und der kriegt jetzt gelb. Eieiei. Jetzt. Hereingabe von der linken Seite. Linksverteidiger Ulysses bringt den Ball rein. Suarez klärt genau vor Grauer. Und der zieht aus 10 Metern ab. Rechts vorbei. Grauer, du hast auf dem Fuß, ey. Huiuiui. Zweite Halbzeit, Verlängerung. Oh, der Jeffrey Obst, den kennen wir auch noch. Eieiei, fetzt da den Winzheimer um. Mal Glück, dass er nur gelb sieht. Mann, Mann, Mann. Ecke von rechts. Marcel Hartl, siehst du kurz. Auf jetzt, Jungs, auf jetzt. Elfmeterschießen, das ist natürlich dann alles offen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Nein. Ecke, Marcel Hartl, Kopfball, Vintage, 3-2. So einfach ist das. Zack. Da sagt man einmal, man hat keine Lust auf Elfmeterschießen. Und dann machen sie es einfach. Dann hört auf den guten Gary. Auf ihren alten Trainer. Eieiei. Puh, 8 Minuten müssen wir jetzt noch überstehen. Weiter so. Winzheimer liegt am Boden, geht aber weiter. Gelbe Karte dafür für Benedikt Krug. Oh, hier, Garcia geht am Zahnfleisch, Vintage auch, Lasen, Hornschuh, huiuiui. Einzig Gute ist, bei den Gegnern auch. Jakob und Lasen auf Grauer. Da sind dann einige Beine im Weg vom Grauer und nehmen ihn den Ball ab. Havertz, rechte Seite, läuft er. Und spielt die Kugel dann in die Mitte, aber Günzel ist da, klärt zur Ecke. Die kriegen wir gar nicht zu sehen, weil die so schlecht war. Dafür ist auf der anderen Seite Dennis Duftner viel zu unkonzentriert und schießt klar am Tor vorbei. 2 Minuten Nachspielzeit sind angefragt und jetzt ist auch Schluss. Was für ein Spiel. José Suarez bringt die Illertissener hier zumindest in die Verlängerung. Und dann ist es da. Der Vintage, der unser Tor macht. Der Vintage. Hartl reingekommen, Vorlage gemacht, gutes Spiel, klasse. Eieiei, die Ergebnisse nochmal kurz. Haben wir eben einen schon drüber gesprochen, aber vielleicht interessieren die euch ja nochmal hier. Bayern gewinnt 3-1. Hamburg gewinnt 2-0. Hertha. Nur der Weigel konnte hier den Anschlusstreffer in der 81. machen. Das ist zu wenig und zu spät. Oh je, Dortmund. Bremen gewinnt gegen Düsseldorf. Ja, jetzt ist Düsseldorf, kann sich jetzt ganz alleine auf die Liga konzentrieren. Und Bremen, die sind ja unten im Abstiegskampf, haben noch den DFB-Pokal dabei. Naja, gucken. Darmstadt 0-1 gegen Hannover. Leipzig setzt sich knapp durch gegen 1860 München. Ja,
Schade drum für die Wünsche, ne? Bochum unterliegt St. Pauli im Elfmeterschießen 5:4 und wir konnten uns in der Nachspielzeit, ne? Konnten wir uns noch retten hier. 3:2. Nicht Nachspielzeit, in der Verlängerung natürlich. Die meisten Tore hat geschossen. Wer hier? Jovanovic, der ist jetzt schon mal raus. Der Benteke, der Terence Boyd und der Winzheimer. Vielleicht wird er ja hier Torschützenkönig im Pokal. Wer weiß, wer weiß. Gucken wir mal. Ja, die Auslosung, mein Liebchen. Gucken wir uns an. Wer kommt zuerst? SV Werder Bremen. Sind eigentlich jetzt auch nur noch harte Lose für uns dabei. Gegen St. Pauli. Ist keiner mehr, der richtig irgendwie aus der dritten Liga oder so kommt. Hannover. Das wäre doch ein machbarer Gegner hier. Hannover. Vielleicht kriegen wir die ab. Nein, gegen Hamburg. Oha. Jetzt bleibt eigentlich nur Hertha als relativ einfacher Gegner. Leipzig. Oh mein Gott, nein. Und dann wäre es noch nicht mal zu Hause. Jawohl. Leipzig gegen Bayern. Und jetzt geht's darum. Spielen wir daheim? Komm bitte. Nein, auswärts. Aber wir fahren nach Berlin. Ja, super. Ja, super. Wir fahren nach Berlin. Oh, das wird hart gegen Berlin. Richtig hart. Diesmal haben wir kein Losglück, aber so viel Losglück konnte man da auch gar nicht mehr haben, ne? Jerome Albrecht im Moment eher nicht, nee. Ist enttäuscht. Ist aber so. 1,5 Millionen kriegen wir aus dem Reservebudget. Stark. Scout-Bericht, Ansprache erfolgreich. Pokalprämie 1,4 Millionen eingenommen. Auch für unser Geld, für unser Portemonnaie richtig wichtig. Ah. Ihm hier nichts sagen können, was er lernen soll, dann sind wir super im letzten Spiel. Ganz, ganz, ganz klasse, ganz klasse. So. Ja, was gibt's denn noch Neues? Ja, ich habe noch versucht, WWE 2018 ans Laufen zu kriegen, aber offensichtlich unterstützt dieses Spiel einfach AMD Phenom-Prozessoren nicht, die ich halt einen habe. Und ja, deshalb kackt es immer ab. Und die Antwort von 2K war einfach, ja, und wird nun unterstützt, kauft den neuen so ungefähr. Ja, naja, sehr toll. Vielen Dank für gar nichts. Mal gucken. Irgendwann wollte ich meinen PC generell mal aufstocken, aber jetzt habe ich Wichtigeres im Kopf als das. Ärgert aber. So, Fatih Bülbül, können wir auch mal sagen, wir wollen ihm verlängern. Und er sagt auch, er will. Also können wir mal in die Verlängerung reingehen. Ihm können wir sagen, muss noch mehr kommen. Dorian Schwarz, hier kann man noch was sagen. Hier gibt im Training alles vielleicht. Ja, können wir mal. Und dann gehen wir noch in die zweite Mannschaft zum Fatih Bülbül. Na, nicht in die Jugend. Aber da sind wir auch richtig eigentlich hier. Livio Milz und Svensson sind immer noch ganz stark im Rennen hier, die Guten. So, was wollte ich? Zweite Mannschaft wollte ich. Fatih Bülbül. Ist er? Da ist er. Vertrag verlängern. Gucken wir uns mal an, was er so haben möchte. Da ist auf jeden Fall machbar. Machen wir hier noch Optionen rein. Und da auch noch. Ja, bei Abstieg geht auch auf jeden Fall noch was hier. Dann machen wir mal hier 150. Und dafür aber eine zu Null Prämie von 50 Euro. So. Und dann können wir natürlich hier noch ein bisschen vom Gehalt runtergehen. Ist ihm aber jetzt schon zu wenig. Dann machen wir 5 Jahresvertrag. Puh. So, bitteschön. Der nächste, der vielleicht verlängert. Wir gucken noch bis zum Bielefelder Spiel und dann ist hier schon vorbei mit Lustig. Und da wir haben schäbige Umkleidekabinen, dann mal schauen, was da so ist. Ja, ja, mach du mal hier alle. Snierpa zurück. Riedel ist wieder fit, okay. Jugendspieler erreichen Trainingsziele. Sponsor zufrieden mit Medienberichten. 1 und 1 wird immer spendabler. 30.000 Euro kriegen wir dafür. Scouting abgeschlossen. Ja, Pokalspiel wird auf jeden Fall im Free-TV übertragen und da gibt es auch 400.000 für. Da machen wir gerade richtig Kohle hier. Bülbül verlängert. Und jetzt hier. Ihr Spieler Jakob Brunnladen beschwert sich über die schäbigen Umkleidekabinen. Hier ist dringend eine Renovierung nötig. Es wird an der falschen Stelle gespart. Er verliert 5 Moralpunkte.
Wir haben auch knapp noch 1 Million. Oh, Wienbrück 2 verliert gegen Ratingen. Eieiei. Wir haben knapp 1 Million. Komm, wir gucken mal hier bei der Infrastruktur rein. Ausgezeichnet. Was will er denn hier? Alles noch fix hier, Umkleidekabinen. Was ist los mit dir? Stadioninfrastruktur. Oder willst du hier die Spielerumkleiden ausbauen? Komm, machen wir einfach mal. Oh, ja, guck mal hier. Er hat den Glückwunsch. Haben Erfolg geschafft. Ja, super. So. Auf Anfrage des Superstars haben wir das mal gemacht. So, so haben wir es mal gemacht. Was könnten wir hier eigentlich noch ausbauen? Das gehen wir nochmal an, würde ich sagen. Wir haben noch 400.000 auf der hohen Kante für Ausbau. Gebt doch mal durch, was ihr für sinnvoll erhaltet. Vielleicht wäre hier nochmal Schulungszentrum oder Jugendzentrum. Jugendzentrum ist 500.000. Man könnte ein bisschen hin und her schieben. Also sowas wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Jugend, haben wir ein Jugendinternat? Haben wir noch gar nicht. Könnten wir auch für 300.000. Ja, wird um 0,0% beschleunigt. Es gibt 5% weniger Ausstiege. Und wir können eine Sonderbetreuung machen. Das wäre doch vielleicht sinnvoll. Gib doch mal durch, ob wir das machen sollen. Ich bin dafür. Wer noch? Bitte in die Kommentare damit. Und ja, dann würde ich sagen, schließen wir auch mit der Frage ab hier. Also gebt mal rund, was ihr so sagt. Wir sind weiter im DFB-Pokal, wenn auch knapp. Sehr schön. Jugendinternat bauen oder nicht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Man sieht sich. Ciao.